Moin Jungs, Adi's back und willkommen zur 626. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Kleiner Fun Fact zur heutigen Zahl. Bei einer meiner Lieblingssendungen von Kindheit an, Lilo und Stitch, hat Stitch die Zahl 666. Das Experiment 626. Deswegen finde ich die Zahl heute ziemlich cool. Außerdem finde ich ziemlich cool, dass wir jetzt wieder aufnehmen können. Ich habe keine Ahnung, wo das hingehen sollte. Wir haben in der vorletzten Folge hier diese Treasure Map gefunden. Und die wollte ich jetzt heute mal looten gehen. Die kann nämlich nicht weit weg sein. Da ist der Industrial District. Das heißt, das ist da hinten irgendwo. Also da so. Bisschen weiter nach hier. Und dann genau hier. Sehen wir sie so schon? Nein. Dann gucken wir mal bei Chunk. Wo ist Chunk? Da ist Chunk. Let me have a look. Oh, es ist viel weiter an Land. Es ist hier. Hä? Hier oder wie? What the fuck? Nie im Leben ist das Ding hier. Das ist... Oh, lol. Ich wollte gerade sagen, das ist safe gebuggt. Weil das so eine alte Map ist, die immer durcheinander kaputt gemacht wurde. Aber scheinbar haben wir wirklich hier etwas gefunden. Ich habe keinen Platz dafür, fällt mir gerade auf. Einen Diamanten. Dafür habe ich Platz. Dafür mache ich Platz. Okay, was haben wir sonst? Haben wir irgendwas? Was kann ich denn wegschmeißen? Ja gut, die Karte kann ich wegschmeißen, lul. Nein. Weg, weg, weg. So, noch was? Eigentlich nicht. Auch kein Water Breathing und so weiter. Okay, lassen wir einfach so. Das war eine kleine, wie nennt man es, kleiner Ausflug direkt zum Anfang der Folge. Ich weiß nicht, wieso ich gerade gefühlt kein Wort hinter das andere packen kann, um daraus einen Satz zu machen. Bin ein bisschen dumm, glaube ich einfach. Das ist ja nichts Neues. Ich möchte heute mit euch, weil wir es schon echt lange nicht mehr gemacht haben, vor allem da, wo wir es jetzt machen, ein neues Feld bauen. Oh yes. Zack. Die Farm funktioniert immer noch. Das freut mich sehr. War eventuell ein bisschen dumm, wie ich das jetzt angegangen bin. Aber gut. Weil wir natürlich immer noch keinen Platz im Inventar haben. Und wir hier deutlich mehr Karotten rauskriegen, als wir eventuell in einen Slot im Inventar reinkriegen. So, dann außerdem pflanze ich die hier direkt natürlich auch wieder ein. Auch wenn ich das echt cooler finde, wie das aussieht, weil das so schimmert, weil das so nass ist. Aber natürlich bringt das nichts und natürlich sieht es auch schöner aus, wenn dann hier noch die Kartoffeln und Karotten, was auch immer es gerade ist. Ihr wisst ja, dass ich mich da immer vertue. Gepflanzt sind und gewachsen sind, das sieht immer besser aus. Ich habe außerdem noch ein Thema für euch, beziehungsweise ich habe mehrere und ich weiß gar nicht, mit welchem ich anfange, aber ich glaube, ich werde jetzt endlich mit dem einen Thema anfangen. Das habe ich schon sehr, sehr lange in Planung oder ich nenne es mal lieber geplant. Bin mir aber nie sicher gewesen, wie ich das jetzt genau angehen soll, wann ich es angehen soll und so weiter. Deswegen stelle ich mich jetzt hier vorne hin, gucke euch einmal ganz tief in die Augen und zwar... Jetzt, ich überlege, einen Discord-Server zu machen. Für euch, für uns, wie auch immer. So. Der ist auch an sich so weit, so gut fertig, würde ich ihn nennen. Das einzige Ding ist halt, ich bin mir nie sicher gewesen, ob der so gut ist, wie er jetzt ist. Und natürlich, man kann den immer noch nacharbeiten und verändern und so weiter. Aber ich wollte halt gerne mit was Gutem schon mal starten. Damit ich danach nicht noch viel ändern muss. So, das kann man ja wahrscheinlich verstehen. Auf jeden Fall ist der soweit auch, wie gesagt, bereit. Also ich könnte jederzeit euch den Link geben und ihr könntet da drauf. Ich war mir aber halt, wie gesagt, einfach unsicher. Hier und hier. Und deswegen habe ich es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe den schon lange. Ich habe den irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, gemacht. Aber wie gesagt, ich war mir echt einfach unsicher. Ob ihr da Bock drauf hättet, ob
sich das lohnen würde, ob ich nicht einfach den von Glatz und Günther Luckschmidt benutzen würde und ob das nicht reichen würde, weil, weiß ich nicht. Deswegen, da war ich mir halt wirklich einfach nur unsicher und habe es deswegen die ganze Zeit aufgeschoben. Der steht, seit ich den gemacht habe, habe ich den, glaube ich, selber einmal kurz benutzt und dann auch nie wieder. Was auch iconic ist, aber was soll ich alleine auch auf dem Server? Ne? Macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Deswegen, ja, habe ich es euch jetzt gesagt und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, in jeglicher Art und Weise. Ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr sagen würdet, das würde sich lohnen, da hätte die Community etwas von. Oder ob ihr sagen würdet, mach mal nicht, keine Sau, Digga, mag dich eh nicht, ich gucke hier nur rein, um Dislike zu geben. Dann wäre es schade, aber wäre auch okay, so. Müsste ich dann akzeptieren. Ja, sagt mir da einfach mal eure Meinung zu. Und dann würde ich den die Tage eventuell direkt schon mal online machen, weil why not so? Hm? Ich habe ihn ja. Also ich warte ja nur darauf, mir sicher zu sein, dass ich es mache und oder auch nicht. So, gut. Hätten wir das geklärt. Das hatte ich echt schon ewig im Kopf und jetzt ist mir letztens nochmal eingefallen, weil ich halt eigentlich schon ziemlich cool finde, wenn du so halt auch, wenn ihr halt untereinander auch mal mehr vielleicht schreiben könnt oder was, oder dass man dann so einzelne so Memes in der Community hat. Das ist ein bisschen cringe, das zu sagen, es tut mir leid, aber es ist ja irgendwie so und ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn man das in einem YouTube-Kommentarbereich macht. Ist halt nochmal ein bisschen privater, weil da halt mehr Schritte sind, die man machen muss, um da hinzukommen, um das zu lesen, glaube ich. Und ich hatte halt auch ein paar Ideen, so, dass es halt nicht nur komplett um den Kanal hier geht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, glaube ich, aber es geht auch einfach um Gaming an sich, weil ich habe mir das zum Beispiel so überlegt, das kann ich ja schon mal erzählen, aber das würdet ihr auch sehen, wenn ihr auf den Kanal, auf den Discord-Kanal dann, mein Gott, Server geht. Ich habe mir das so überlegt, dass man da dann verschiedene Chat-Ecken hat zu verschiedenen Themen. So Minecraft, GTA, Formel 1, whatever. Dass man halt da auch einfach hin kann, um mit anderen Leuten darüber zu schreiben, über die Sachen, die einen halt interessieren oder am meisten interessieren. Natürlich halt auch sowas wie Vorschläge oder was ich mir noch einrichten wollte, war was, wo ihr zum Beispiel die Sachen, die ihr baut, mir dann zeigen könnt oder mir Bauvorschläge machen könnt, sowas. Oder auch einfach Sachen einschicken könnt, die ich dann zeigen kann. Sowas fände ich auch cool. Das machen ja auch viele YouTuber. Ja, einfach, dass wir noch mehr irgendwie miteinander machen, auch wenn ich halt eigentlich immer ein sehr privater Mensch bin, sage ich mal, der halt auch gerne, wie nenne ich's, der auch gerne Abstand von sowas hat. Das soll jetzt nicht böse klingen, also keine Sorge, ich mag euch trotzdem. Aber mir ist es halt schon auch irgendwo wichtig, so eine Grenze da irgendwo auch zu haben. Aber ich glaube nicht, dass nur weil ich einen Discord-Server habe, wo ihr mehr Einfluss zum Beispiel in die Videos haben könnt, ich irgendwie meine Grenzen nicht mehr so einhalten kann, wie ich es gerne hätte. Deswegen ist es, glaube ich, mehr so ein Kopfding als wirklich auf Fakten oder, ja, Fakten ist vielleicht das falsche Wort, aber ja. Wie gesagt, ist schwer zu erklären. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ist zum Beispiel verwandt damit, ist auch, warum ich keine Facecam habe. Weil ich das nicht, also, ich mag meine Privatsphäre sehr doll. Ich mache YouTube ja nicht, um ein Star oder so zu werden. Das juckt mich überhaupt nicht. Das finde ich total scheiße. Im Gegenteil, eben. Und, das ist auch eins der Dinge, die ich sehr doll vermeiden möchte eigentlich, dass man
irgendwie erkannt wird oder so. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil ich kenne halt noch so die Geschichten von damals, von Unge und so, als die in Köln waren und dann von ihren scheiß, also von den Zuschauern, nicht von den scheiß Zuschauern, obwohl die das gemacht haben, die sind halt schon scheiße, aber so der Durchschnittszuschauer ist natürlich nicht scheiße, das wollte ich damit jetzt nicht, da habe ich mich schön reingeritten, dass die halt von manchen Zuschauern richtig belagert wurden und die halt bei denen auch ins Hausflur eingedrungen sind, im YouTube-Haus und sowas. Oder dass die halt nicht tagsüber mehr in die Stadt gehen konnten, ohne alle 2 Meter angesprochen zu werden. Und ich meine, ich gehe jetzt eh nicht oft in eine Stadt, aber wenn ich dann mal in eine Stadt gehe, bin ich halt eh relativ schüchtern und habe keinen Bock, mit irgendwem zu reden. Und wenn dann halt auch noch Leute aktiv auf einen zukommen würden, wäre das, glaube ich, wirklich nicht so geil für mich persönlich. Und das ist zum Beispiel mit der Hauptgrund, warum ich mich nicht zeige. Und ja, das schränkt mich natürlich auch ein. Nicht nur was die Arten von Content, die ich mache, angeht, sondern auch was das Engagement mit euch angeht. Weil natürlich sind Videos, wo man Leute sieht, da fühlt man sich eher zu nicht hingezogen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber da baut man schnell eine Verbindung einfach mit auf, mit Leuten. Wenn du ein Gesicht siehst, das ist ja viel leichter, sich damit irgendwie nicht zu identifizieren, aber als hiermit so. Mehr über mich wisst ihr ja nicht, als dass das mein Skin ist, der rote Haare hat und ich habe keine roten Haare. Ich weiß nicht, wieso dieser Skin rote Haare hat. Ja, so viel dazu. Das ist auf jeden Fall alles so ein bisschen die Thematik. Und genau, da würde mich, wie gesagt, sehr zu interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, was da eure 3 Cent zu sind oder 5 Cent oder wie viele Cent auch immer ihr dafür habt. Einfach mal raus damit. Und dann kommen wir der Sache bestimmt näher. Und wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich natürlich halt sehr freuen. Und das auch sehr gerne mit euch dann schön ausbauen. Weil das kann man ja, wie gesagt, nicht nur unbedingt für Content nutzen, sondern halt auch einfach so. Man kann ja auch einfach so mal schreiben. Muss ja nicht alles nur mit Dingen zu tun haben. Oder ich kann euch fragen, auf was für Videos ihr Bock hättet. Ihr könnt mir noch besser Vorschläge machen. Das kann man natürlich auch alles in den Kommentaren machen. Und es wäre auch für YouTube-Aktivität mäßig besser, wenn wir das in den Kommentaren machen. Weil ich dann mehr Kommentare habe. Aber ich glaube, für die Community und so weiter und halt auch um plattformübergreifender zu sein, wäre es auch gar nicht so dumm, das so zu machen. Und zum Beispiel, ich sehe ja auch, wie gut das zum Beispiel bei Glatzen Günther Lux klappt. Weil der hat ja einen sehr, sehr aktiven Discord-Server. Und von daher, da ist eigentlich jeden Tag irgendwas los. Das ist halt schon ziemlich cool so. So. Reicht dieses Feld jetzt? Or not? Zack. Und die esse ich jetzt. Könnten wir eigentlich noch mal kurz hier auch dieses Feld ein bisschen zumindest wie nennt man es? Ernten. Fällt mir noch nicht mal mehr das Wort ein, ey. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß wirklich nicht. Außer, dass ich heute, oder dass ich gestern und heute insgesamt 6 Stunden an einem Video gearbeitet habe. Beziehungsweise gezockt habe für ein Video. Für ein einziges. Und das so langsam aber sicher seinen Preis einfordert. Und ich bin halt legit immer noch nicht bei der Hälfte so. Das ist halt schon wild. Das ist halt schon wirklich, wirklich, wirklich wild. Also seid gespannt. Da könnt ihr wirklich mal drauf gespannt sein. Weil das wird, glaube ich, echt cool. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Kommt aber dadurch, dass es halt so extrem viel ist, auch erst in ein paar Tagen wirklich. Und ich kann euch noch nicht sagen, ob das 1-2 Tage sind, wahrscheinlich nicht. Oder ob es
eine Woche ist. Wahrscheinlich, ja. Weil es halt einfach so aufwendig ist. Ich hätte ein kleines Problem. Ich habe echt keinen Platz, ne? Weißt du, ein Backpack wäre echt praktisch. Warum habe ich ein Boot im Inventar? Wer braucht ein Boot? So. Verstehe ich nicht. Packen wir das hier hin. Das kann ich alles aufsammeln. Das auch noch, das auch noch. Von mir aus verteile ich das hier sogar komplett einmal. So. Und dann machen wir hier irgendwo die nächste Grenze. Weil eigentlich war die ja da. So. Wunderschön, wunderschön. Hier muss ich noch irgendwann ausleuchten. Ich will eigentlich jetzt nicht super überziehen. Eigentlich will ich gar nicht überziehen. Ich will nie überziehen. Ich krieg's noch nicht hin, nicht zu überziehen. Hohes Gras, ekelhaft. Bei mir zieht gerade ein Auto komplett durch. Digga, hier ist 50. Was bist du für ein Hurensohn? Es ist unfassbar, mit was für Geschwindigkeiten hier manchmal Autos durchdonnern. Es ist zwar eine Landstraße, aber hier sind halt überall noch Häuser. Was heißt überall Häuser? Hier sind immer so überall in so Nebenstraßen. Wo halt immer mal ein Trecker oder so rauskommt. Und wenn dann hier Leute mit 100 durchzischen, dann wartet halt mit denen so. Ich habe halt kein Beileid mit denen, weil selber schuld so. Aber ich habe Beileid mit dem armen Bauern, der dann für sein Leben einen kleinen Schaden wahrscheinlich in der Psyche hat. Das ist halt nicht geil so. Aber gut. Wir haben ein neues Feld. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Der Bambus wächst. Die Kartoffeln, Karotten, wie auch immer, ihr wisst, wachsen auch. Discord, gerne mal in die Beschreibung und dann in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen. Ich muss ganz dringend ins Bett, glaube ich. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.